Derby hin oder her, das wird ein leichtes, muss man sich beim FC Basel gedacht haben. Aus der Aufstellung des letzten Super League-Spiels traten gerade mal drei Spieler an. Auf der Trainerbank Marco Walker links und Markus Hoffmann, die Assistenten, heute die Chefs. Für die Old Boys natürlich das Spiel des Jahres. Ein Sieg gegen den großen Stadtrivalen FCB grenzt schon fast ans Undenkbare. Nach flauem Beginn der FC Basel mit Delgado und dann Degen. Doch Adili und Andrist kommen beide nicht so richtig zum Abschluss. Immerhin die bisher größte FCB-Chance. Die Old Boys verstecken sich nicht, im Gegenteil. Felipe. Was für ein Pass, Riedmann am Tor vorbei. Ruben Felipe und Pascal Riedmann, zwei Studenten hebeln mit einem Pässchen die FCB-Abwehr aus. Wir bleiben in der FCB-Platzhälfte, wieder Felipe zu Jakovljevic. Zu Müller, auch der ist frei und knallt den Ball an die Latte. Der FCB ausgespielt, als wäre er der Erstligist. Sauro verhindert mit seinem Dazwischengehen das 1:0. Von drückender Überlegenheit der Oberklassiken kann keine Rede sein. Höchstens mal ein kleines Zeichen, wie es denn sein könnte. Stefan Andrist als Stürmer nicht ganz in seinem Element. Und die Old Boys haben noch mehr auf Lager. Leuthard zu Florian Müller, eine weitere Riesenchance für die Gastgeber. Florian Müller, ein ehemaliger FCB-Junior, hätte diesen Treffer wohl nur zu gerne gemacht. Die größte FCB-Chance in der ersten Halbzeit entstammt einem Freistoß. Fabian Frey, noch ein Lattentreffer. Aber kein Tor in den ersten 45 sehr unterhaltsamen Minuten. Und was heißt denn, der FCB sei ohne die Besten angereist? Scher, Sommer, Seredier, alle hier, als Zuschauer halt einfach nur. Die zweite Halbzeit, wir sehen weiterhin ein Göpp-Duell auf Augenhöhe. Hier der FCB mit Delgado und Andrist. Doch Old Boys Hüter Oberles Reflexe sind klasse. Ab einer Stunde kommt Stocker für den FCB ins Spiel, einer mehr aus der Stammelf. Dann der erste Tiefschlag für die Old Boys. David Degen zieht los, fällt und zeigt sofort auf Old Boys Captain Diren Akdemir. Und weil der schon gelb hatte, muss er nun vom Platz. Allerdings zeigt die Wiederholung, Akdemir hatte mit Degens Fall nicht das Geringste zu tun. Degen hoffte einfach, Schiedsrichter Gut würde auf sein Schmierentheater reinfallen und bekam leider auch noch recht. Die Old Boys also nur noch zu zehnt und nun je länger je mehr unter Druck. Ein Lattenschuss von Seferagic kurz vor Schluss. Doch die Old Boys bringen das 0:0 über die Runden, es kommt zur Verlängerung. Delgado tritt alle Freistöße und Eckbälle für den FCB. Ivanov und drin. Nach 95 Minuten der erste Treffer des Spiels für den FC Basel. Die letzten Minuten, die Kräfte bei den Old Boys verbraucht oder wenigstens fast. Ein letztes Aufbäumen, Müller scheitert an Vailati. Das war's. Die Old Boys verlieren das Cup-Duell gegen den FC Basel, aber erst nach großartiger Gegenwehr. Schade, jetzt nicht gelangt. Daran glaubt haben wir, die Sensation wäre möglich gewesen. Schlussendlich unglücklich rausgefallen, aber sagen wir, wie erwartet. Heute hat der FC Basel ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Definitiv, ja. Ich glaube, es ist. Keine Ahnung, ein Prozent weniger hätten wir verloren. Also wir haben genau nur das Nötigste gemacht und haben Glück gehabt, dass wir hier in diesen zwei Stunden über die Bühne gekommen sind.
Auch ohne Bestbesetzung kommt der FC Basel im Cup eine Runde weiter. Ein leichtes war das allerdings nicht.